Ich glaube, bin ich doch tatsächlich eingeschlafen. Aber sicher nur ganz kurz. Oh, das hat mir gut getan. Ah, ist das schön. Was macht denn eigentlich mein Puls? Oh, die Vögel zwitschern schön. Na, was ist denn? Wo ist denn mein Puls? Na, ich finde ihn nicht. Mein Puls ist weg. Das. Juli! Juli! Das ist, das wird doch nicht schon. Das gibt's doch nicht. Gottes Willen. Ganz kalt. Ganz kalt. Ruhe da draußen! Das ist ja nicht zu fassen. Juli, wo bleibst du denn? Schatz Maria, was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Sitzt du auf den Ohren? Die Seele kann man sich aus dem Leib schreien und kein Mensch hört einen. Na, was ist denn schon wieder? Was ist denn schon wieder? Was ist denn schon? Mein Puls ist weg. Einfach verschwunden. Was, verschwunden? Ja. Aber das ist doch nicht möglich. Das ist eben schon möglich. Ich habe meinen Puls verloren. Den Puls verloren? Ja. Ja, das ist ja schrecklich. Ja, und ob das schrecklich ist? Ja, was macht man denn da? Ja, was? Ja, da müsste man halt suchen, gell? Was? Irgendwo muss er ja sein. Was ist denn? Ich suche den Puls. Irgendwo muss er einander liegen, oder? Ja. Du kommst da wohl sehr komisch vor, was? Aber woher denn? Wo doch die Lage so ernst ist. Und da sagst du so ruhig. Das regt dich überhaupt nicht auf. Neben dir stirbt ein Mensch und du lachst doch drüber. Pfui Teufel. Au! Was hast du denn? Was ist denn? Jetzt habe ich mir den Kopf angeschlagen. Wieso? Warum? Ja, nur wegen Ihnen. Was? Ja, weil Sie immer so schimpfen müssen. Was interessiert mich dein Kopf? Du sollst was tun, dass mein Puls wieder auftaucht. Wo mir doch der Kopf so weh tut. Du sollst was tun, habe ich gesagt. Sie haben recht, ich muss was tun. Ja. Ich werde mir sofort was Kaltes auflegen. Nein, da bleib. Dir tut ja der Kopf nur weh, damit ich nicht schimpfen kann, wie ich will. Ne? Ja, schimpf was ruhig, ich höre sowieso nicht so. Und das sagst du mir? So redet man mit einem Schwerkranken. Ist das, Maria? Schwer krank ging es zu. Jetzt hören Sie aber auf. Wer so schimpfen kann wie Sie, dem fehlt schon nichts. Mir soll nichts fehlen. Mir fehlt nichts. Wenn Ihnen was fehlt, dann sitzt die Krankheit bestimmt nicht da irgendwo, ja, sondern. Willst du vielleicht sagen, dass ich nicht mehr richtig bin im Kopf? Also, das haben jetzt Sie gesagt, Herr Haslauer. Ich hätte mir das nie getraut. Also, mich trifft noch der Schlag, so reg ich mich auf. Der Schlag? Wie soll das möglich sein? Wo Sie doch gar keinen Puls haben. Was? Also für mir bekannt ist aber deinen sehr hohen Puls. Ach so, ja, mein Puls, den habe ich jetzt ganz vergessen. Und? Das, da, was ist? Ist er da? Ja, mir scheint, da ist er wieder. 1, 2, 3, 4. Er ist wieder da, Juli. Ich habe meinen Puls wieder. Ich lebe wieder. Na, Gott sei Dank, dann ist alles in Ordnung. Ja, vorläufig ist alles in Ordnung. Nur vorläufig. Ja, ich weiß schon, bis Ihnen wieder ein neues Wehwehchen einfällt. Keine Angst, das kommt bestimmt. Ja. Aber sehen Sie, man braucht ihr Blut bloß ein bisschen in Wallung bringen und schon ist auch der Puls wieder da. Also, du bist doch ein ganz verschlagenes Weibsbild, ein hinterkünftiges. Du hast mich nur geärgert, um mir zu helfen, was? Also, Sie merken aber auch alles, Herr Haslauer. Du bist halt doch meine beste Juli. Ja. Wenn ich dich nicht hätte, ich wüsste nicht, was ich anfangen soll. Du willst nur Eising. Ja. Morgen, Melander. Morgen, Herr Haslauer. Ach, der Rupert. Ja. Kommst du auch mal wieder nachschauen, wie es deinem Bruder geht? Ja, scheinbar bist du recht munter heute, hä? Nur momentan. Bis es heute wieder losgeht. Gar nichts geht los. Vor heute haben Sie genug gestellt, gell? Ja. Na, heben Sie ja doch die anderen Schmerzen für morgen auf. Das ist ja auch noch ein Tag. Ja, gut schaut's aus, Florian. Ja. Mir scheint, es bessert sich was. Oder ist das eine Täuschung? Sehr richtig, nur eine Täuschung. Weißt du, es geht einmal rauf und wieder runter. Kann sein, in 5 Minuten bin ich wieder sterbenskrank. Florian, du musst wieder gesund werden. Ich brauch dich, ich schaff die Arbeit im Sägewerk allein nicht mehr. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich nicht kann? Nicht können. Sie können schon, wenn Sie wollen. Aber Sie wollen ja gar nicht. Fangst du jetzt schon wieder an? Regst mich schon wieder auf? Ja, da, die Juli. Die Juli hat ganz recht. Sollst wirklich was dazu tun, dass du gesund wirst? Aber okay, tu ich denn nicht alles? Nehme ich denn nicht jeden Tag Trankerl und Pulver und jeden Tag in der Früh einen Einlauf? Ja. Zu viel Trankerl und zu viel Pulver. Das muss man die stärksten Herkules umschmeißen. Mich wundert es ja manchmal, dass er noch nicht zerrissen hat. Ja.
das ist es. Sie regt mich schon wieder auf. Ja. Alles will dieses Weibs nicht besser wissen. Will gescheiter sein wie die Gescheiten. Will es besser wissen als die, die dazu berufen sind. Berufen, ja? Der Dr. Bartlow berufen. Ja, du tust mir nicht so abfällig über den Dr. Bartlow reden. Wenn ich den nicht hätte, hätte ich vielleicht schon gar nicht mehr da sitzen. Ja, oder schon gesund sein. Ja. Ging es zu, Herr Haslauer. Der Dr. Bartlow. Ja, und die Zangalberter, die sind doch schuld, dass sie sich so krank vorkommen. Die reden sich ja doch direkt ein. Ja, der da, San Robert. So redet die mit mir. Du machst mich krank mit deiner ewigen Stänkerei. Die zwei sind schon recht. Auch über die Bertha lasse ich nichts kommen. Die Safterl, die sie mir zusammenmischt, die halten mich aufrecht. Und sie unterstützen die Behandlung vom Dr. Bartlow. Ja. Das hat er mal selber gesagt. Herr Florian, vielleicht sollst du doch einmal einen richtigen Doktor holen. Was, einen Doktor? Ja, einen Arzt, der das alles studiert hat. Ich meine, einen, der von der Sache was versteht. Niemals! So einer kommt mir nicht ins Haus. Ja, warum denn nicht? Das ist doch Hirnriss. Ja, ja, damit er mir wieder sagt, dass mir nichts fehlt. So wie damals, wie mich meine Tochter gezwungen hat, einen zu rufen. Der mir dann gesagt hat, ich soll was arbeiten, dann würde er mich gleich wohler fühlen. Na, und ob er nicht recht gehabt hat, der hat doch sofort gemerkt, was mit Ihnen los ist. Ja. Von mir aus magst du jetzt, was du willst, aber so kann es nicht weitergehen. Es muss eine Änderung eintreten. Wieso? Ja, ich schaff die Arbeit im Sägewerk einfach nicht mehr. Wenn du nicht mehr arbeiten kannst, dann muss ich jemanden einstellen für dich. Ja, das kannst du ja machen, da habe ich ja nichts dagegen. Ja, der muss aber auch bezahlt werden. Da kann ich dir auch deinen monatlichen Anteil in voller Höhe nicht mehr geben. Was? Mein Geld willst du kürzen? Ja, genau das, was der andere kostet. Was ist das? Und da soll der Mensch gesund werden. Da soll man wieder zu Kräften kommen. Das ist doch. Der, ich glaube, da drin rührt sich was. Ja, was fehlt dir denn jetzt schon wieder? Da fehlt nichts, da ist was zu viel. Der Einlauf verleiten dafür. Sehr richtig, ja, der Einlauf. Jetzt habe ich höchste Zeit. Allerhöchste Zeit sogar. Hoffentlich ist noch nicht zu spät. Mein Gott. Wenn man nur wüsste, was man tun kann. Ja, Auslauter kann das gar nichts tun. Nein, wenn einer Bruder so weitermacht, dann nimmt es noch ein böses Ende, das sag ich einer. Unbelehrbar. Oder er ist wirklich so krank und wir sehen es nicht. Ja, ja, krank ist er schon. Aber da drum, da ging er zu. Was glauben Sie, wie gesund ein Mensch sein muss, dass er das aushält, was der Dr. Bartl und die Zangalberta mit einem Bruder anstellen? Ja. Okay. Die Bertha, dieses Luder, die hat was vor mit ihrem Bruder, ganz was Teuflisches. Was, die Bertha? Die Zangerl? Die Zangerl? Die Zange! Ach so. Stellen Sie sich vor, zum Notar hat es mich geschickt. Ich hab'n herbstellen müssen. Zum Notar? Ja. Ja, aber es wären wichtige Dinge zum Ordnen und so. Wichtige Dinge? Wichtige Dinge! Merk das was? Ja, soll der Florian vielleicht ein neues Testament machen? Jawohl, genau das will sie. Die will erben und die hat keine guten Absichten. Wenn es anders ist, dann bitte mein Kopf drauf. Na, das soll der Notar. Mhm. Ach, so ein Luder. Und glauben Sie mir's, wenn das Testament dann zu Ihren Gunsten abgeändert ist, ja, dann findet schon einen Weg, wie es unseren guten Herrn Haslauer schon langsam um die Ecken bringt. Um Gottes Willen, an sowas darf er gar nicht denken. Ja, wir denken das nicht, aber sie tut's. Mit lachendem Gesicht tut's das. So, ja und? Kommt dann der Notar? Ja, wenn es nach der Bertha geht, dann würde der Notar kommen. Aber sie hat ja nicht mit der Juli gerechnet. Nein, Herr, der Notar kommt nicht. Ja, wieso nicht? Weil ich in der Kanzlei gesagt habe, das ist gar nicht notwendig, dass er kommt. Ah ja? Ja, er soll nur einen von seinen Gehilfen herschicken. Zwecks Information und so weiter. Wenn wir den Herrn Notar dann brauchen, dann lasst mir ihm schon Bescheid sagen. Ja und? Was ja und? Ja, dem müssen doch die beiden dann sagen, was da los ist. Ja, dann wissen wir wenigstens Bescheid, bevor was passiert. Und können was dagegen tun. Ja. Und wann kommt er dann, der Notariatsgehilfe? Ja, heute noch. Und ich werde ein bisschen spionieren. Ja? Ja, dann sag ich Ihnen gleich Bescheid, dann können Sie ihn dann noch richten. Ja. Darf man reinkommen, Florian? Ah, weh, die Bertha. Also, wenn ich jetzt Nein sagen darf, dann darf ich ihn bestimmt nicht aufhalten lassen, oder? Ja, dich habe ich auch nicht gefragt. Ich habe ausdrücklich gesagt, darf ich reinkommen. Florian. Ja, aber der Florian, der ist nicht da, wie Sie sehen. Ja, wo ist er denn? Der wird doch nicht ins Freie gegangen sein. Ja, wo doch das sein Tod sein könnte. Oder seine Gesundheit. Die Stummhocker tut ihm bestimmt nicht gut. Frische Luft wäre sicher besser für ihn. Ach, der zweite Herr Haslauer gibt sich auch einmal die Ehre. Ja. Was für ein seltener Besuch. Ja, dafür kommst du umso öfters. Zum Ausgleich sozusagen. Ja, muss ich denn nicht? Es ist doch meine Pflicht, mich um einen kranken Menschen zu kümmern.
Wenn jeder so handeln tät, dann gäb's gleich mehr Nächstenliebe in der Welt. Ja, Nächstenliebe? Ja, ist ja richtig. Sie machen ja alles nur aus Nächstenliebe, gell? Ja, freilich. Oder glaubst du vielleicht was anderes? No. Wie könnte ich denn? Ja. Aber jetzt wirklich, wo ist er denn, der Florian? Ja, wo wird er denn schon sein? Dreimal darf's tragen. Er ist wo, wo sie ihm ausnahmsweise nicht folgen können. Er ist ja sowieso nirgends sicher vor ihnen. Oh, hörst du das, Rupert? So traut sich das Weizbild mit mir zu reden? Ja, muss ich mir das mal erst am Dienstbord gefallen lassen? Na, man muss nicht. Man kann ja gehen. Oh, das wäre ja noch schöner. Mir von einem Frauenzimmer die Tür weisen zu lassen, die selber froh sein muss, dass mit ihrer Bissigkeit nicht rausfliegt. Also, seid zwar nicht böse, gell? Euer Diskurs, der wird mir ein bisschen zu intim. Ich verabschiede mich dann, gell? Ja, hast recht, bist wahrscheinlich sowieso schon recht lang da gewesen. Und einen Krankenbesuch soll man nie zu lange ausdehnen. Soviel ich gehört habe, kommst du immer sehr lang. Hm? Das ist ganz was anderes. Ich pflege. Und pflegen kann man einen siechenden Menschen nie genug. Ja. Solange das Pflegen aushält. Du Geil. Ja, ja, da ist ja mein Florian. Na, wie geht's uns denn heute? Ja. Wie es dir geht, weiß ich nicht, aber mir ist schon einmal bedeutend besser gegangen. Oh, in meinem Bauch geht's zu, als wenn ein ganzes Regiment Soldaten Manöver abhalten tät. Ja, das ist gesund. Das ist der Anfang vom Gesundwerden. Oder vom Gegenteil. Ja, natürlich, du musst das ja wissen. Florian, ich verabschiede mich dann wieder, gell? Ich komme dann schon wieder vorbei, wenn ich mehr Zeit habe, gell? Schön recht, ja. Ja. Und Juli, du weißt, was wir ausgemacht haben, gell? Natürlich, alles klar, Herr Hasler. Ich weiß Bescheid. Moment. Was ist denn da ausgemacht? Was weißt denn du, ha? Das darf jetzt interessieren. Mhm. Aber es geht um dich. Stell dir vor. Um mich? Ja. Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, den Kirchenchor zu bewegen, dass er dich am Pfingsten mitsingen lässt. Mich? Ja. Ja, aber ich habe doch gar keine Stimme. Für den Psalm, den wir meinen, da ist gerade die richtige. Ja, was denn für ein Psalm? Den vom jüngsten Gericht. Oh. Also, wenn das jetzt wieder ein Witz gewesen sein soll, dann kann ich nur sagen, ich habe auch schon mal einen besseren gehört. Ich nicht. Mir ist vor der Hand ganz komisch da in der Gegend. Ja, jetzt klang's mir dann. Also dem Dr. Bartling, sag jetzt einmal gründlich Bescheid. Ja, der wird sich ausgerechnet nach dir richten. Na, der Dr. Bartl weiß schon, was für meinen Florian gut ist und was nicht. Nicht wahr, Florian? Das sagst du doch auch. Hm? Mir ist vorerst nur komisch. Mehr als komisch. Wissen Sie was, Herr Hasler? Sie haben was Warmes auflegen. Nein, nichts Warmes. Mir ist es so heiß. Ja, du wirst mir doch nicht wieder die Hitzen kriegen, mein Goldkäferl. Mei, was könnt man denn da schnell unternehmen? Ich weiß nicht, was ihr unternehmen könnt, aber ich werde gleich wieder was unternehmen wollen. Ja, was denn, Schatzelein, was denn? Oh, oder besser müssen. Müssen, es geht schon wieder los. Es ist zum Gott erbarmen, was mit diesem armen Narren aufgeführt wird. Da kann ja kein vernünftiger Mensch mehr zuschauen dabei. Warum ist denn so aufgeregt? Was hat's denn schon wieder gegeben? Ach, mit dieser unverträglichen Person gibt's doch immer was. Die weiß ja alles besser. Ach, sie meint sicher gut mit dem Papa. Das müssen sie schon verstehen. Die und gut, Moana. Dein Vater, wenn mich nicht hätte. Und natürlich den Dr. Bartl. Dann wäre er doch schon längst in den ewigen Jagdgründen. Ja, wollen sie damit sagen, dass es schlecht steht um meinen Papa? Gut, wirklich nicht, Gusti. Na ja, du tust mir zwar sehr leid, aber es wäre nicht richtig, wenn ich dich im Unklaren ließe über den Zustand deines Vaters. Machen Sie mir keine Angst vor, Zangerl. Ja. Aber ich meine, die Juli sagt, das wäre alles gar nicht so schlimm. Und der Papa wird sich das meiste nur einbilden. Aber was weiß denn der Juli schon vom Medizinischen? Lass dir von mir gesagt sein. Bei deinem Vater kann man nur mehr beten. Was? Nur mehr beten? Jawohl, nur mehr beten. Natürlich ist es nicht egal, wer da betet. Das müsste schon jemand sein, der beim lieben Gott auch einen Stein im Brett hat. Ein reiner Mensch, sozusagen. Ja, gibt's denn so einen überhaupt? Ja, aber freilich gibt's den. Wenn das zum Beispiel du machen tätst, dann könnte schon sein, dass was hilft. Ich? Ja. Ja, wenn ihr Papa dir doch helfen könnt, tue ich natürlich alles. Bist doch eine brave Tochter. Und Simone, ich brauch bloß beten und der Papa könnte gesund werden, wirklich? Jawohl. Natürlich geht es nicht so einfach, dass man dann nur in die Kirche geht. Ja, da müsste man schon mit einem schwereren Geschütz auffahren. Ja, aber mit was denn?
Husti, du musst in ein Kloster gehen. Wohl. Ins Kloster? Jawohl, ins Kloster. Du musst auf alles verzichten, was von dieser Welt ist. Auf alles Gut und Geld. Nur so kannst du deinen Vater, dem Totengraber, noch von der Schaufel reißen. Also nein, das kann ich nicht. Und ob du kannst. Und du wirst eine wunderbare Nonne abgeben. Blass wirst du sein. Blass, wie er sich für eine Klosterfrau gebührt. Nein, also ins Kloster geh ich nicht. Das kann kein Mensch von mir verlangen. Und außerdem muss man sich dazu schon berufen fühlen. Ja, das kommt doch alles mit der Zeit. Man muss sich nur darauf richtig seelisch vorbereiten. Ja, kannst gleich anfangen damit. Mei, Juli! Maria, was ist denn los? Was gibt's denn? Was hast du? Hilf mir, Juli! Ja, ich hilf dir ja gerne. Sagen Sie mal, was haben Sie denn gemacht mit dem Mädel? Sie war außer Rand und Band. Lass sie nur, sie wird sich schon wieder fassen. Sie muss halt erst einmal verdauen, was ich gesagt habe. Ja, das wird das Richtige gewesen sein. Geweih, du Kunkusti, die Welt wird schon nicht gleich untergehen. Doch, die meine geht unter. Das Maria, sagen Sie mal, ist denn vor Ihnen kein Mensch sicher? Lassen Sie mir das Mädel in Ruhe. Da möchten Sie ja kurieren, bis es krank ist. Ich hab's ja gar nicht nötig, mich überhaupt mit dir hierher zu stellen. Das ist für eine Frau wie mich ganz unter ihrer Würde. Und überhaupt muss ich sowieso noch in die Apotheke die Ingredienzien abholen für meine neue Medizin, die ich erfunden habe. Und Gusti, denk an das, was ich dir gesagt habe. Selig sind die Barmherzigen, denn ihrer ist das Himmelreich. Das Himmelreich wirst du nie sehen! Die Bronze in der Hölle! Juli, weißt du, was sie gesagt hat? Na, was gescheit war, das bestimmt nicht. Sie hat gesagt, ihr müsst ins Kloster gehen. Nur so könnt ihr dem Papa noch helfen. Was, ins Kloster? Das hat sie gesagt. Und sie hat gesagt, ihr müsst auf alles Gut und Geld verzichten und dürft mich bloß noch aufs Beten verlegen. Und das in einem Kloster? Ja. Das glaube ich. Aber Juli, ich kann nicht ins Kloster gehen. Du brauchst keine Angst haben, du sollst auch gar nicht ins Kloster gehen. Ja, aber wenn ihr dem Papa da doch helfen könnt. Na, geh zu, da müsstest du dein Papa zuerst einmal krank sein. Was, du meinst, der ist gar nicht richtig krank? Ja, doch bloß in seiner Einbildung. Schau, Gusti, brauchst keine Angst haben um deinen Papa. Der lebt noch lang. Und solange die Juli im Haus ist, kann dir gar kein Unglück passieren. Gut. Aber weißt du, Juli, gerade jetzt darf mich das mit dem Kloster ganz hart treffen. Ach so. Wieso denn gerade jetzt? Er muss dir Geständnis machen. Mhm. Aber du darfst keinem Menschen was da sagen davon. Das muss man versprechen. Ehrenwort. Ich hab mich nämlich verliebt. Was? Verliebt? Ja, verlieben sich denn heutzutage schon die Kinder? Was kannst du machen? Ich hab mich eben verliebt. In den Weihnachtsmann, hä? Ach, lach nicht. Aber für mich ist er der Weihnachtsmann. Ist ja. Ja, und darf ich dann erfahren, wer der glücklich ist? Ja, das, wenn ich wüsste. Ich kenn ihn ja gar nicht. Ach so, du kennst ihn gar nicht. Das. Nur gesehen hab ich. Ja, aber das schon zweimal. Gesehen hast du? Und hast dich sofort in ihn verliebt? Mhm. Ja, gibt's denn sowas überhaupt? Ja, das gibt's, Juli. Weißt du, das erste Mal hab ich ihn gesehen, da hab ich ihn übersehen. Was? Ja. Bin aus vom Einkaufen aus dem Geschäft rausgekommen und bin direkt in ihm reingelaufen. Und er hat mich nur angelacht. Aber wie er gelacht hat. Ach Gott. Mei, so lieb schon. Lieber kann man gar nicht mehr lachen. Ja, und da hat's gezündet bei mir. Also gezündet hat's? Du, und das zweite Mal habe ich gesehen, da hat er mal von der gegenüberliegenden Straßenseite rübergewinkt. Rübergewinkt hat er? Aber wie er gewinkt hat. Oh Gott. Mei, so lieb schon. Lieber kann man gar nicht mehr winken. Oh nein. Ja, Juli. Und seit dem Winken bin ich einfach restlos geliefert. Ja, Gusti. Ja, das ist ja schrecklich. Ja. Was macht man denn da? Ja, das, wenn ich wüsste, wie ich mit ihm zum Reden kommen kann. Aber ich kann nachdenken, so viel wie. Mir fällt einfach nichts ein. Kannst du jetzt verstehen, warum ich nicht ins Kloster gehen kann? Freilich, Gusti, das verstehe ich sogar recht gut. Aber du brauchst keine Angst haben. Du musst bestimmt nicht ins Kloster gehen. Ja. Na ja, und dass mit einem Jüngling zu einem Diskurs kommt, dafür wird die Juli dann schon sorgen, gell? Ach so. Jetzt glaube ich, ist mir wieder wohl. Geh her, Papa, ich helfe dir. Dankeschön. So. Ich habe jetzt ganz zittrige Knie. Ja, dann setz dich gleich hin. Halt, das wäre gar nichts. Ich sehe es. Aufgestanden, ein bisschen umeinander gegangen, gell? Ja. Bewegung bringt das Blut in Ballung.
Meinst du nicht, dass mir das schadet? Na, Bewegung hat noch nie geschadet. Und so hinfällig sind Sie auch wieder nicht, dass Sie einen kleinen Unfall lassen müssen. Ja, aber der Dr. Bartel sagt ganz was anderes. Der Dr. Bartel! Machst man schon wieder runter, den Dr. Bartel? Geht's, Papa? Ja. Freilich geht. Siehst du, wie es geht? Ja, mir scheint, meine Füße wachen langsam auf. Na bitte, was sag ich denn? Das macht ja direkt Spaß, das Rumgehen. Ja. Da ist man gleich ein ganz anderer Mensch. Ja, Papa, soll ich dich nicht doch lieber ein bisschen stützen? Aber woher denn? Ich gehe schon allein. Und wie mir scheint, geht's immer besser. Da schaut's nur her, wie ich bereits stramm durch die Gegend marschiere. Fast wie ein Gesunder, gell? Nicht fast, sondern ganz wie ein Gesunder. Das müssen Sie jetzt jeden Tag dreimal machen. Dann schauen Sie nicht einmal die Wunderkuren von der Bertha aus. Ja. So, bin schon wieder da. Ja, um Gottes Willen, Florian, du bist ja auf. Ja, warum schadet mir das vielleicht? Dumme Frage. Wo doch das dein Tod sein könnte. Wirklich? Ja. Aber das hat mir doch recht gut getan. Das hat er sicher wieder diese Person eingeredet. Ja, das hat ihm diese Person eingeredet. Geht schön langsam. Ja. Mein Gott, wie der Sessel wieder ausschaut. Ja, alles in Unordnung. Ich sag's ja, auf andere Leute ist eben kein Verlass. Also, wenn du mich nicht hättest, dann wärst du wirklich ein bedauernswerter Mensch. Jetzt komm hier. Setz dich wieder. So. Ja, so. Darf ich jetzt sitzen bleiben? Möchtest du nicht die anderen Kissen hergeben? So. Natürlich, wie Sie wünschen, Frau. Medizinalrat. Unverschämtheit. Jetzt komm her. Noch eins unters Kopferle, damit du das ja recht bequem hast, gell? Mein Schatzelein. Ja, und eins gegen das Luftgrill. Mein Schatzelein. Schadet und dann sowas. Jetzt, das Papa, reg dich doch nicht so auf. Oh, mir ist schlecht. Mir ist ganz hundsmiserabel schlecht. Ja, natürlich ist er schlecht. Ist ja ganz klar. Zuerst dieses mordende Herumgehen in der Gegend und dann noch diese Aufregungen. Ja. Nicht eher werde ich Ruhe geben, bis diese Person aus dem Haus ist. Was? Die Juli wegjagen, das stört der Papa nie. Und wenn es wirklich so weit kommt, dann kann mir der Papa gleich mit abschreiben. Dann gehe ich nämlich mit der Juli. Aber bestimmt nicht dorthin, wo Sie mich gern hinschicken möchten. Ach, ja, mir bleibt der Verstand stehen. Ja, dieses freche Mundwerk. Ja, Kunststück. Wo sie doch immer mit dieser Person zusammen ist. Ja. Da kann ja nichts Gescheites rauskommen. Oh, und das ist Wissen, Frau Alleskönner. Wenn jemand aus diesem Haus hinausgebissen wird, dann wird es bestimmt nicht die Juli sein. Basta! Ja, mir werden doch mal der Teufel holen wegen dem Frauenzimmer. Nein, der Teufel holen Sie bestimmt nicht. Dem sind Sie zu schlecht. Und noch einmal, basta! Oh. Und jetzt reicht's. Ich bestehe darauf, diese Person muss sofort aus dem Haus. Aber das geht doch nicht, Bertalein. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Schau, die Juli ist schon so lang bei uns. Die hat ja schon die Gusti auf den Armen gehabt. Da kann ich doch jetzt nicht fortschicken, nicht? Du Dienstboten, die zu lange auf einem Platz sind, die werden immer dreister. Das ist eine alte Tatsache. Ja. Und solange dieses Frauenzimmer im Haus ist, da kann ja meine Behandlung bei dir nicht ansprechen. Das ist vollkommen unmöglich. Unmöglich ist nur eines, Ihnen ihr böses Maul zu stopfen. Und nur einmal, basta! Ja. Ja. Ja, was sagt man denn dazu? Hm? Ja, horchen tut sie auch. Na, na. Die muss weg. Weg muss sie. Darf man eintreten? Ja, freilich, grüß Gott. Verzeihen Sie, sind Sie der Herr Haslauer? Ja, der bin ich. Warum? Und was wünschen Sie bitte? Gestatten, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Lexel. Hugo Lexel. Ach, Sie kommen am Ende gar vom Herrn Notar. Sehr richtig, Gnädigste. Ja. Der Herr Notar hat gesagt, Sie hätten nach ihm gerufen. Ja, das habe ich. Ich meine natürlich, das hat der Herr Haslauer. Ach, ja. Der Herr Notar sagte, Sie hätten gerne ein paar Informationen. Was heißt der Informationen? Für die Verfassung eines Neuen Testaments hätte man gebraucht. Ach so, das tut mir leid, aber dazu bin ich natürlich nicht berechtigt.
Ja, eben. Warum kommt er dann nicht selber, der Herr Notar? Der Herr Notar hat gesagt, ich soll ihm hier nach Ihren Wünschen einige Aufzeichnungen machen und er wird dann daraus das nötige Schriftstück formulieren. Mein Gott, was braucht er denn da lang und breit formulieren? Herkommen hätte sollen für die Verfassung eines Neuen Testamentes. Das hätten Sie dem Herrn Notar aber auch sagen müssen. Das haben wir ihm doch sagen lassen. Also da steckt doch sicher wieder diese Juli dahinter. Die ist so blöd, dass sie nicht einmal ausrichten kann, was man ihr aufgetragen hat. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, müssen wir heute das Ganze verschieben, gell? Verschieben? Wenn ich den Herrschaften vielleicht einen Vorschlag machen darf. Ich mache mir, genau wie der Herr Notar es gesagt hat, nach Ihren Wünschen einige Aufzeichnungen und er wird dann daraus das unterschriftsfertige Testament verfassen. Ja, das gibt natürlich wieder einen Aufschub von ein paar Tagen. Ja, so wird's doch nicht pressieren. Ja. Bis dahin werde ich doch das Zeitliche noch nicht gesegnet haben, oder? Nein. Also machen wir es nur so, wie Sie gesagt haben. Machen Sie sich Ihre Notizen. Jawohl, danke. Darf ich mich vielleicht dazu setzen? Aber freilich, selbstverständlich. Jetzt setzen Sie einen nur darüber. So, bitteschön. Dankeschön. Naja, im Stehen werde ich ja schlecht schreiben lassen. Ja, sehr richtig. Kann man diese Tasche vielleicht... Also, dann nehmen wir mal die Taschen. So. Ja, also, dann fangen Sie doch bitte gleich an. Was hätten Sie denn gerne an Ihrem bereits bestehenden Testament alles geändert? Ja. Alles, natürlich alles. Sie müssen ein ganz neues Testament aufsetzen. Nicht wahr, Florian? So willst du es doch haben. Hä? Ja, so willst du es doch haben. Ich meine, so will ich es haben, ja. Also, Herr Haslauer Florian wünscht ein neues Testament. Ja, Sie müssen wissen, der Herr Haslauer ist sehr krank. Er sieht sozusagen nur so dahin. Na ja, Sie sehen's doch. Es tut mir sehr leid, mein Bedauern. Ja, und weil ich den Herrn Haslauer doch lange Zeit so aufopfernd gepflegt habe, will er mir in seinem Testament auch etwas zukommen lassen. Ja. Nicht wahr, Florian? So ist es doch. Ja, so ist es doch, ja. So liebevoll wird kein Mensch auf der Welt umsorgt wie ich. Und das bis zur Stunde nur für Gottes Lohn. Also das müssen Sie notieren. Bis zur Stunde nur für Gottes Lohn. Ich verstehe. Nur für Gottes Lohn. Und Ihr Name, bitte, gnädige Frau? Bertha Zangerl. Zanger. Mhm. Wie die kleine Zange? Witwe, wenn ich bitten darf. Witwe. Zweifach, wenn's beliebt. Naja, ich hab eben kein Glück mit meinen Männern. Sie sterben einfach weg, wie die Fliegen. Und womit soll denn die Frau Zangerl nun im Testament bedacht werden? Ja, mit allem, was ich hab. Was störst denn du immer? Ich störe nicht. Ich arbeite. Das alles müssen wir aber schon ein bisschen genauer formulieren. Ja, so was denn? Alles ist alles, oder nicht? Ich verstehe, wie Sie wünschen. Also, alles. Du Papa, grad sag mir die Juli, hier ist das. Aber wer war denn jetzt dieses Fräulein? Das war meine Tochter, die Gusti. Aber so hätte sie sich wirklich nicht schrecken brauchen. Ich meine, so grauslich schauen Sie ja doch nicht an. Ja, Sie müssen wissen, sie ist eben noch ein bisschen schüchtern. Manchmal. Ja, also machen wir weiter mit den Aufzeichnungen. Sie haben also eine Tochter, Herr Haslauer? Ja, Sie haben sie ja gerade gesehen, nicht? Und der wollen Sie gar nichts vermachen? Meine Gusti, die braucht nichts. Mit der habe ich andere Pläne. Ja, du störst ja schon wieder. Was heißt denn? Man wird doch wohl noch hingehen dürfen, wenn man unbedingt wohin gehen muss. Sie müssen nämlich wissen, unsere liebe Gusti geht in ein Kloster. Ins Kloster? Ja, was sagst du denn da so erschrocken? Es gibt doch viele, die in ein Kloster gehen. Ja, schon. Ich bin ganz, ich meine, ich war halt noch nie so dabei, so unmittelbar. Ja, außerdem ist es ja noch nicht ausgemacht, dass es dabei bleibt. Ich meine, man kann es ja auch reich verheiraten. Da braucht sie auch kein Geld von mir. Reich verheiraten, ja. Ja, also wie gesagt, all mein Geld, was ich im Haus habe, und das ist eine ganze Menge, nicht wahr? Eine ganze Menge? Ja. Mein ganzes Vermögen mit einem Wort soll mal meiner lieben Bertha gehören. Mein Gott, ich bin ja so gerührt. Aber das kann ich doch gar nicht annehmen. Aber das habe ich doch gar nicht verdient. Bertalein, jeden Tag verdienst du dir das. Ja, was ist denn? Sie schreiben ja gar nicht.
Oh, pardon, ich hab mich ganz, ich bin... Sie sind wohl auch ganz hingerissen von so viel Großzügigkeit. Ja, hingerissen, das ist der richtige Ausdruck, ja. Aber Sie müssen mich jetzt entschuldigen, ich muss ganz dringend das in das Notariat bringen, wegen der Niederschrift, Sie verstehen schon. Ja, und sonst brauchen Sie keine Aufzeichnungen mehr. Das genügt Ihnen schon. Danke, es genügt mir vollkommen. Und mit dem ich also empfehlen darf, Herr Haslauer, gnädige Frau, es war mir... auf Wiedersehen. Verzeihung. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja. Ja, was hat er denn? Der ist ja ganz durcheinander. Na ja, der ist eben noch jung und hat sowas sicher noch nie miterlebt. Aber ein lieber Kerl. Ja, hoffentlich macht der Notar jetzt das Testament fertig, damit alles seine Richtigkeit bekommt. Ja, kannst du es denn gar nicht mehr erwarten, Bertha? Das glaubst du, dass die nicht mehr erwarten kann? 1000 Flaschen, 1000 Schachteln und 1000 Tabletten, mein Gott, das ist die reinste Hexenküche. Ist das fast nicht zum Klamm, sowas. Für Teufel. So, Florian, jetzt pass auf mich auf, gell? Sag mal, was tust du denn da, Florian, sein Stuhl drinnen? Ich hab gerade die Medikamente abgestaubt, dabei ist mir schlecht geworden. Ach so. Wo ist er denn? In seinem Zimmer. Er schläft den Schlaf des Gerechten. So, das ist ja kaum unglaublich. Er schlaft und ich kann arbeiten. Ja, schauen Sie das einmal an. Was? Bitte schauen Sie einer das einmal an. Ja? Das muss Ihr Bruder Tag für Tag einnehmen. Immer schütten Sie das Zeug in ihm rein. Ja. Okay, da weiß man nicht mehr, ob er weinen oder lachen soll. Ich glaube immer, da steckt eine böse Absicht dahinter. Ja, und er schlägt noch an jedem die Hand ab, der wieder eine neue Krankheit für ihn erfindet. Ja. Wie heißt denn eigentlich die Krankheit, die er jetzt hat? Also meine Diagnose lautet Fresssucht. Also. Ja, nach dem, was der heute Mittag verzinkt hat, der hat einen Appetit wie ein Holzgecht. Aber sein Magen ist krank, seine Galle ist krank und seine Gedärme sind krank. Ich möchte wissen, was an dem nicht krank ist. Ja, du, pass mal auf, wegen was ich überhaupt hergekommen bin. Hast du jetzt was rausgekriegt, Kinder, wegen dem Testament? Ich meine, hast du nicht viel mitgekriegt von den Verhandlungen, hä? Nicht viel. Alles habe ich mitgekriegt. Ich hab's so raffiniert angestellt, dass mir nichts rausgekommen ist. Ja, und was ist? Ja, genau das, was ich befürchtet hab. Und was? Die Bertha kriegt alles. Zu Alleinerbin möchte ich das machen. Zu Alleinerbin? Die ist Luder. Das ist ja kaum unglaublich. Ja. Weniger, als sie die Bertha schon gar nicht zufrieden geben, das sag ich ihnen. Ja, und was ist mit der Gusti? Die Gusti? Die Gusti wird enterbt. Enterbt? Der kann doch nicht seine einzige Tochter enterben. Sie sehen, dass er es kann. Die Guste stecken sie in ein Kloster und damit passt er. Ins Kloster? Ja, da braucht es kein Geld, und ist versorgt. Ja, das muss man doch verhindern. Das muss man doch verhindern um jeden Preis. Ja, vielleicht fällt ihr noch was ein. Mir fällt nichts mehr ein. Der ist doch diesem Weibsbedarf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Das kann man doch nicht zulassen. Es war noch gut, dass du die Notar nicht kommen lassen hast. Ja, aber ob der kleine Aufschub was geholfen hat. Das ist mir wurscht. Ich geh jetzt rein und weck ihn auf. Na, um Gottes Willen, bitte nicht, Herr Haslauer. Der ist sowieso so grantig. Grantig ist er. Das trifft sich sehr gut. Ich bin nämlich auch grantig. Hey, da wärst du, schau jetzt an. Gloria, raus aus die Federn jetzt. Aufbau! Na, hoffentlich kann der was ausrichten. Mir fällt nichts mehr. Die glaub's ja nicht. Weil gegen die Dummheit ist noch kein Grau gewachsen. Oh, mein, oh, mein. Darf ich eintreten? Sie sind ja schon drin. Was möchten Sie denn? Ja, wissen Sie, Gnädigste... Ich bin keine Gnädigste, aber ich hab's manchmal gnädig. Wissen Sie, ich komme nämlich nur, weil es wirklich dringend ist. Ja, ja, ich weiß schon, wegen dem Testament. Gell? Nein, nein, ich komme gar nicht wegen des Testaments. Ah, nicht? Wegen was dann? Ich komme aus rein privaten Gründen. Aus privaten Gründen? Ja, sind Sie vielleicht eine Verwandte des Herrn Haslauer? Eine Verwandte? Gott sei Dank nicht, nein. Sonst hätte ich vielleicht von dieser Trotzolosis was geerbt. Nein, ich bin die Haushälterin. Und der Herr Haslauer selbst ist im Moment nicht zu sprechen. Der Zeitpunkt ist sehr ungeeignet. Wieso? Hat er gerade einen Anfall? Ja, der hat immer einen Anfall. Aber können Sie das nicht mir sagen, was Sie privat mit dem Herrn Haslauer zu sprechen haben? Ja, ich weiß nicht, ob Sie da kompetent sind. Eine Haushälterin ist immer kompetent. Ich möchte mich nämlich so gern jemandem anvertrauen. Anvertrauen? Ja, da sind Sie bei mir vollkommen richtig. Bitte, bitte. Bitte. Ach so, ja, danke, danke. Sehr spannend.
Aber ich möchte noch einmal sagen, es ist wirklich rein privat. Ich möchte fast sagen, intim. Intim? Ja. Sie nicht sagen. Es betrifft meine geheimsten Gefühle. Ihre geheimsten Gefühle? Und Gedanken. Ja, Sie, in diesem Haus bin ich für die geheimsten Gedanken und Gefühle zuständig. Wirklich? Ja, schießen Sie mal los. Wirklich? Ja, schauen Sie, unser Gusti zum Beispiel. Gusti! Warum seufzen Sie denn da so? Also, wie gesagt, unser Gusti zum Beispiel, ja. Die will was auf dem Herzen hat, dann kommen Sie damit nur zu mir. Nur zu Ihnen, oh Gusti. Sie seufzen ja schon wieder. Ich glaube, immer zwischen Ihren geheimsten Gedanken und unserer Gusti, da besteht ein kleiner Zusammenhang, he? Sie ahnen? Ja, ich ahne. Sie also sind derjenige, welcher? Welcher? Ja, jener welcher. Hat Ihnen das Fräulein von mir erzählt? Na, und ob sie erzählt hat. Und ob, ganze Romane hat sie erzählt. Ja, nicht möglich, da würde das Fräulein nicht den Mann... Nicht würde, sie tut. Und was sie tut, sie seufzt genau wie Sie. Oh. Mir wird ganz schwach. Um Gottes Willen, da brauchst du Medizin, mein guter Mann. Nicht, dass es mir umfällt. Sie machen sich wohl lustig über mich. Lustig? Na, aber kannte den. Und da vollstes Verständnis für Sie und für die Gusti natürlich auch. Also, dann hat es bei Ihnen auch gezündet. Wollen Sie damit sagen, dass das Fräulein Gusti... Ja, aber ist das nicht schrecklich? Wieso schrecklich? Was ist so schrecklich, wenn sich zwei junge Leute ineinander verlieben? Ich finde das ganz normal. Ja, die Gusti soll doch ins Kloster gehen. Ach, das ist das, was Sie so bedrückt. Sie haben mich durchschaut. Natürlich, war auch ganz schwer. Mund auf. Was meinen Sie? Verzeihung, ich bin nur gekommen, weil ich wollte mit dem Vater des Fräulein Gusti noch mal reden, damit er nicht zulässt, dass... Nein, brauche ich gar nichts reden, Herr. Lexel, Hugo Lexel. Wenn es gestattet ist. Es ist gestattet, jawohl. Aber wie gesagt, Sie brauchen nichts reden. Dass die Gusti nicht in ein Kloster geht, dafür sorge ich schon. Wirklich? Natürlich. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ja? Dürfte ich vielleicht mit dem gnädigen Fräulein einmal sprechen? Sie müssen nämlich wissen, zwischen dem gnädigen Fräulein und mir ist noch nie ein Wort gefallen. Ja, ja, ich weiß schon. Außer, entschuldigen Sie, haben wir noch kein Wort miteinander gewechselt. Und das auch nur, weil wir uns gegenseitig angestoßen haben. Ich kann doch das gnädige Fräulein nicht einfach so ansprechen. Das geht doch nicht. Nein, das geht doch nicht. So was tut man nicht. Eben, Sie haben vollstes Verständnis. Natürlich. Und Sie wollen zwischen uns vermitteln? Vermitteln? Ja. Jawohl, Sie sagen es. Wissen Sie was? Sie gingen jetzt am besten dort hinein. Dort hinein? Ja, dort hinein. Die zweite Tür auf der rechten Seite in die Küche. In die Küche? Ja, könntest du mal ein bisschen abspringen, gell? Nein, da warten Sie, bis ich Sie dann rufe. Wissen Sie, muss man ganz was Besonderes für euch zweifeln lassen. Das ist momentan gar nicht so einfach. Da brauche ich einen Geistesblitz, brauche ich. Ja. Also bitte, ging es nachher, warten Sie, bis er ruft. Dauert das lange? Nein, mein Gott, es braucht alles seine Zeit. Jetzt ging es nur zu. Bitte, ganz nach Wunsch, ja. Da schau her. Der Hugo und die Gusti. Romy und Julia in Neuauflage. Und Sie lassen mich auch sicher nicht im Stich? Nein, Sie können sich vollkommen auf mich verlassen. Jetzt ging es. Hoffentlich, so. Ja. Ein Draufgänger ist ja keiner. Ja, und recht schönen Dank auch. Ja, ist schon gut. Jetzt ging es. Heute ging es zu. Puh, der wird mit der Zeit direkt anstrengend. Oh je. In einem eine schwarze Katze über den Weg läuft, haben wir schon kein Glück. Ja, das Gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Aha. Man möchte fast nicht glauben. Kaum meint man, man könnte ein bisschen frische Luft atmen, schon wird sie wieder verpestet. Ganz ruhig da bleiben. Ich richte nur dem Florian seine Medizin zusammen. Und schon ist die Luft wieder rein. Und zwar genau die Luft, an die ich dich setzen werde, wenn ich einmal was zu reden habe in dem Haus. Du schau her. Die gnädige Frau meint wohl schon, unser Herr wird bald das Zeitliche segnen. Und sie kann die große Erbschaft antreten, ne? Wieso Erbschaft? Okay. Ich weiß nichts von einer Erbschaft. Das vergleicht ein Stück an der Lüge. Ja, glauben Sie, ich sitze auf meine Ohren. Und ich bin so blöd, dass ich nicht begreife, was der Notar da sollte. Das habe ich mir gedacht, dass du korscht hast. Dann möchten Sie es noch ableugnen mit der Erbschaft, hä? Ich habe da nichts zu leugnen. Von mir aus kann es die ganze Welt wissen, dass ich da Erbin werde. Für viele aufopfernde Stunden und viele durchwachte Nächte. Ja, die Sie damit verbracht haben, sich zu überlegen, welche Medizin Sie erfinden könnten. Dass Sie unseren lieben guten Herrn um die Ecke bringen, gell? Auf solche Anschuldigungen höre ich vorläufig gar nicht hin. Es könnte nur sein, dass ich im Wiederholungsfalle andere Seiten aufziehen muss. So, und dieses Pulver wird jetzt Wunder wirken, womit die Luft wieder rein sein wird.
Halt! Da dürfen Sie nicht hinein. Wir haben das verboten. Ich? Unser Herr, der hält jetzt gerade seinen Mittagsschlaf, dass er nicht gestört wird. Ja, wenn er jetzt dann schlaft, dann ist sowieso höchste Zeit, dass er aufgeweckt wird. Halt, hab ich gesagt! Da kommen wir nicht rein. Juli, ich verbiete mir diesen Ton. Es könnte sein, dass wir noch mal kennenlernen. So. Ich sehe keiner. Und jetzt geh weg, da Juli, jetzt da rein. Kommt er gar nicht in Frage, hier bleibe ich. Wie der Erzengel Michael mit dem flammenden Schwert. Ich höre doch da wen reden da drinnen. Ja, vielleicht spricht er im Schlaf, gell? Ist alles möglich. Das sind aber zwei Stimmen. Und jetzt will ich sofort mal rein. Nein, hab ich gesagt. Und jetzt sag mal, ja. Du Giftmischer. Ja, sag mal, dieses Wahnsinn, dass du meine Hilfe! Barbaret! Hilfe! Bertolein, da setz dich in meinen Stuhl. Ja. Setz dich hin. Da, gib her. Danke. Du bist ein bisschen von deiner Medizin. Ja, nein, um Gottes Willen. Die ist doch für dich. Ach so, ja, ja. Sowas ist mir auch noch nie passiert. Ja, dann war es aber allerhöchste Zeit. Also dieses Frauenzimmer gehört aus dem Haus. Die sind immer ganz richtig im Kopf. Jetzt formt die schon wieder rum. Ja, gibst jetzt du eine Ruhe. He? Das ist jetzt der Dank für meine Gutheit. Für meine Aufopferung all die Zeit. Bertolein, beruhige dich, ich bitte dich. Ja, das wird schwer sein, solange mir dieses Frauenzimmer unter den Augen ist. Keine Angst, ich gehe schon. Sonst rutscht mir vielleicht auch noch die Hand aus. Jetzt reiß die Zocke. Erbschleicherin! Habt ihr das gehört? Erbschleicherin, sagt die zu mir. Zu mir, zu der harmlosesten Frau auf der ganzen Welt. Ich verstehe auch nicht, was die hat. Ja. Also, ich bin ganz zittrig, mir zittern die Knie, ich muss mich niedersetzen. Ja! Gottes Willen, Florianderl, du stehst ja noch, das habe ich in meiner Wut ja ganz vergessen. Komm, setz dich her. Ja, du, so, danke dir, danke dir, Bertolein. Ich danke auch. Wenn dann Zustände sind, ist da kaum unglaublich. Willst du was einnehmen? Soll ich dir gleich was zusammen mitnehmen? Nein, nein, lass nur, wenn ich in meinem Sessel sitze, ist mir schon leichter. Ja. Was hast eigentlich du im Schlafzimmer von Florian zu suchen? Du weißt ganz genau, dass er nach dem Mittagessen seinen Schlaf braucht. Da werde ich ausgerechnet dich fragen, wenn ich meinen Bruder besuchen will. Naja, wird schon was Wichtiges gewesen sein, dass du meinen Florian stören hast müssen. Natürlich war es was Wichtiges. Wegen was Unwichtigen wäre ich doch gar nicht hergekommen. Dazu ist mir deine Dauergegenwart so unangenehm. Ich weiß, ich weiß. Was? Du tätst mich nur zu gern wegkommen aus dem Haus. Aber solange mich der Florian braucht, ist es meine Christenpflicht, nicht von seiner Seite zu weichen. Und es wird sich ja noch herausstellen, wer in dieser Angelegenheit das letzte Wort haben wird. Hm. Du auf alle Fälle nicht, dafür werde ich sorgen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Oder eins von deinen Trankerl kommt aufs Gleiche hinaus. So, der Rupert hat auch nicht mehr alle Fünfe beisammen. Na, ist ja auch kein Wunder, dass die Leute durchdrehen bei der ewigen Aufhetzerei durch die Jule. Ich bin total erledigt, sage ich dir. Solche Sachen sind einfach nichts mehr für mich. Mir schlagt das Herz bis zum Hals rauf. Mein Florian, dann kriegst gleich ja, was. Bitte. Gleich kriegst oh. was. Übrigens, oh. was war denn das so Wichtiges, was der Rupert mit dir besprechen hat müssen? Wegen dem Testament wollte er reden mit mir. Ob es mir nicht denkt. Ja, er hat gesagt, er wird mich entmündigen lassen, wenn ich dir alles vermache. Hm. Entmündigen? Ja, weil er gesagt hat, du hättest mich mit deinen Mixturen schon so deppert gemacht, dass ich gar nicht mehr klar denken kann. Ach da, Florian, dann trink, trink, dann wird gleich ruhiger werden. Ja. Das ist lieb von dir, Bertha, ja. Mir ist wirklich ganz komisch. Ja. Ja, aber bitte. Das wird gleich besser. Oh. Wird gleich besser. Du wirst gleich merken, wie sich alle Krämpfe in dir lösen. Ja. Nur noch meine Hand auflegen auf deine Stirn. Und meine Hände werden meine Kräfte auf dich übertragen. Ja. Und du wirst ruhig werden. Und ganz und gar ausgeglichen. Ja. Na, spürst du schon was? Ja. Jetzt wäre ich eh krank auch noch von der Schaukelei. Aber Bertolein, ich muss dir sagen, du hast wirklich goldene Hände. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, Bertha. Ja, da wollen mich diese bösen Menschen von deiner Seite reißen. Wollen dich dem Verderben preisgeben. Ja. Sag doch selber, ist das nicht herzlos? Genau, vollkommen herzlos, ja. Du sagst es, ja. Aber Bertha, was tun wir denn, wenn der Rupert wirklich ein Entmündigungsverfahren einleitet? Ja, dann wäre ja das Testament wertlos, nicht wahr? Und der unternimmt was, wirst sehen. Na ja, dann soll er doch. So was braucht doch schließlich seine Zeit. Wieso? Was meinst du da damit? Was ich mein? Ja. Dass man diese Zeit nützen müsste. Dass man Gegenmaßnahmen ergreifen müsste. Gegenmaßnahmen? Mhm. Ja, ich wüsste nicht welche. Aber ich. Und zwar eine äußerst wirksame. Eine äußerst wirksame? Und die wäre? Na, zum Beispiel. Ja? Wenn du mich heiraten würdest. Ha. Heiraten? Ja, dann wäre doch das Testament überflüssig, weil ich ja sowieso alles bekommen würde. Ja, ja. Ja, und das Testament so in den alten Mummelkreis mit mich noch nehmen. Du, das wäre doch die beste Lösung für uns. Ja. Und stell dir vor, dann könnte ich Tag und Nacht in deiner Nähe sein. Oh Gott. Und es wäre doch auch nicht zu verachten. Ja. Und überhaupt, wo deine Leiden schlimmer werden. Was werden die noch schlimmer? Ja, aber du hast doch gesagt, du machst mich wieder gesund. Und der Dr. Bartl hat auch gesagt, dass es wieder aufwärts geht. Kann sein, kann auch nicht sein. Jedenfalls würde eine sofortige Heirat alle Probleme aus der Welt schaffen. Ja, schon, aber ja. Ja, weißt, leid tust mir heute, dich an einen schwerkranken Mann zu binden. Bin ich denn nicht jetzt schon an dich gebunden? Ja. Nur offizielle Rechte habe ich keine. Aber wenn wir verheiratet sind, dann ändert sich das mit einem Schlag. Dann hab ich das Oberwasser. Ja, das fürchte ich auch. Was? Du, aber verändern darfst nichts, gell? Es muss alles so bleiben, wie es ist. Ja, Florian, wo denkst du denn hin? Ja. Das fiel mir doch gar nicht ein. Also ich sehe schon, du bist einverstanden mit meinem Plan. Ja. Weißt du was? Ich gehe gleich in den Pfarrhof hinunter und bestell sofort das Aufgebot. Sofort? Ja, selbstverständlich. Da ist doch keine Zeit zu verlieren. Ja. Und wenn ich wiederkomme, sind wir zwei schon ein verlobtes Paar. Na, ist das nicht schön? Wunderschön. Ja. Mir kommen gleich die Tränen. Freudentränen, gell? Ja, Freudentränen. Natürlich. Also, ich komme gleich wieder. Ja. Auf Wiedersehen, mein Alles. Wiedersehen, mein Jesus, jetzt soll ich heiraten, auch noch, wo ich so schon so krank bin. Aber was tut man nicht alles, dass man seinen Krankenpfleger im Haus hat, nicht wahr? Muss ich gleich der Gusti sagen. Gusti! Ja? Komm mal! Bin schon da! Heißt du Gusti? Nein, Juliane. Ja, das ist ja wurscht. Kannst da bleiben, kannst auch gleich hören, was ich zu sagen habe. Also komm mal her, Gusti. Ich habe euch was Wichtiges zu sagen, was für uns alle sehr schwerwiegende Folgen haben wird. Oje, 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 oje. Was schreist denn da gleich? Oje, oje, oje. Weißt du noch gar nicht, was ich im Sinn hab? Ja, das nicht. Aber nach diesen Erfahrungen, die ich in letzter Zeit in diesem Haus gemacht habe, kann ich mir vorstellen, dass das nicht gerade was Himmelhochjauchzendes sein wird. Ja, Himmelhochjauchzend ist es vielleicht nicht, aber es ist etwas, was für uns alle nur zum Besten sein kann. Ja, und was ist das, Papa? Also passt auf. Es ist euch doch wohl klar, dass ich in meinem Zustand eine dauernde Pflege brauche, ne? Jesus Maria, jetzt geht's wieder mit dem Kranksein los. Ja, genau, mit dem Kranksein. Und weil ich eben krank bin, und das noch sehr erheblich. Naja, ob du so erheblich krank bist, wie du immer durst, das weiß ich nicht. Aber das eine weiß ich, dass die Juli immer auf dich geschaut hat, wie es kein anderer hätte besser machen können. Ah, die Juli tut ja, was sie kann, nicht? Aber es gibt halt andere, die noch mehr können als die Juli. Ja, womit wir wieder bei der Bertha wären, stimmt's? Sehr richtig, da bei der Bertha. Jawohl. Was? Du traust mir morgen, wenn du dir die... Du bleibst da und hörst dir an, was ich zu sagen hab. Jetzt red schon, Papa, was hast du uns denn zu sagen über die Bertha? Ja, also kurz und gut, ich werde sie heiraten. Heiliger Sebastian! Die Bertha! Ja, die Bertha. Also mit allem habe ich gerechnet, aber mit dem nicht. Um Gottes Willen. Wo seid ihr denn da so entsetzt?
Glaubt's mir, das ist für uns alle das Beste. Also für mich einmal bestimmt nicht. Da gehe ich aus dem Haus. Papa, hast du das ja gründlich überlegt? Ich meine, heiraten. Ja, da gibt's nichts mehr zum Überlegen. Die Bertha ist schon in dem Pfarrhof rüber, das Aufgebot bestellen. So, ja. Dann kündige ich. Jawohl, mit dem heutigen Tag. Was? Der 15. ist für mich der erste. Na, Juli, Juli, du kannst mich doch nicht allein lassen. Wir sollen das in dem Haus noch hinaushalten. Nur ja. Mit der da. Siehst du, das ist der zweite Punkt, über den ich mit dir reden möchte. Hm? Ich glaube nämlich, du wirst auch nicht mehr lange im Haus bleiben. Ich hab so das Gefühl, dass du auch bald heiraten wirst. Ja, Pa, gar so bald auch wieder nicht. Mhm. Der Gust ist noch ein bisschen jung dazu. Aber, wie heißt's immer so schön? Jung gefreit hat selten gereut. Und so viel ich bemerkt habe, schaut sich unsere Gusti die Männer in letzter Zeit sehr genau an. Papa, was redst denn da? Also kurz und gut, Gusti, ich möchte halt gern, dass du auch bald heiratest. Und ich weiß auch schon einen geeigneten Mann für dich. Ja, einen, der dir scheinbar auch ganz gut gefällt. Ja, also wenn ihr den haben könnt, der mir in die Augen sticht, dann sage ich natürlich nicht nein. Na also, schau. Na und wie schaut er aus, der dir in die Augen sticht? Groß ist er. Richtig. Stark ist er. Richtig. Gescheit ist er. Richtig. Glaube zumindest. Was? Und lieb lachen kann er. So, kann er. Da habe ich noch nichts bemerkt. Na ja, bei dem Geschäft, was er mit dir abzuwickeln hat, da gibt's ja nichts zum Lachen. Ach so, ja. Mich hat er jedenfalls ganz lieb angelacht. So, hat er das? Hm. Naja, mir soll es recht sein. Also, ich weiß nicht, bei mir macht er immer ein äußerst bedenkliches Gesicht. Herr Hasler, von wem reden denn Sie eigentlich? Ja, von wem schon? Vom Dr. Bartl natürlich. Was? Vom Dr. Bartl? Ja, vom Dr. Bartl. Das ist genau der richtige Mann für die Gusti. Der alte Kracher? Also erlaube, das ist ein sehr stattliches Mannsbild. Du könnt ja mein Vater sein. Könnte, ist er aber nicht und drum wirst du ihn heiraten. Nie, dann geh lieber ins Kloster. Schau, da gehen wir denn auf diese unmögliche Idee. Unser Gusti und der Dr. Bartl. Die Idee ist ganz einfach. Wenn ich die Bertha heirate und die Gusti den Dr. Bartl, dann habe ich meine Krankenpfleger im Haus und kosten tut's mich auch nichts mehr. So. Also verschachern wollen Sie das machen? Ja, und die soll überhaupt nicht gefragt werden und soll einfach einen Mann heiraten, der vielleicht in ein paar Jahren so da sitzt wie du jetzt. Da spiele ich nicht mit. Also wie redest denn du mit deinem Vater? Also wie er es verdient. Ja, da bleibt doch der Verstand stehen. Der Dr. Bartl. Wenn ich mir das vorstelle, ich und der Dr. Bartl, ich geh ins Wasser. Was? Du musst nicht so schmarrn. Du kannst doch schwimmen. Sie geht ins Wasser. Ja, ich geh auch. Ins Wasser? Ach, schmarrn. Ich geh mich umziehen. Ich kann ja schließlich nicht im Nachthemd heiraten. Nicht wahr? Das sind ja schöne Geschichten. Prost, Mahlzeit. Bitte, dauert es noch lange? Mein Gott, den habe ich ganz vergessen. Sie sagten, Sie müssen auf einen Geistesblitz warten. Anscheinend haben Sie den bis jetzt noch nicht gehabt. Mein Gott, haben Sie eine Ahnung, was bei uns jetzt alles los war? Da kann kein vernünftiger Mensch mehr zum Nachdenken. Ist dir das passiert? Ja, und allerhand ist passiert. Um Gottes Willen, was denn? Ihre Sache steht auch nicht zum Besten, Herr Lexler. Der Herr Haslauer hat mich also abgelehnt. Ach wo, von einer weiß er doch noch gar nichts. Nein, aber es dreht sich um die Gusti. Wissen Sie, was der mit diesem Mädel vorhat? Ich weiß, ins Kloster will er sie schicken. Na, das ist schon längst überholt. Verheiraten will er's. Das ist doch gut. Da will ich gleich mit dem Herrn Haslauer reden. Halt! Da bleibst du, der Grote Fein. Ja. Sie soll doch einen anderen heiraten. Einen anderen? Ja. Das kann man aber doch nicht zulassen. Das ja, Sie werden es nicht verhindern können. Aber passen Sie auf. Jawohl. Jetzt ist er da. Wer? Der Geistesblitz. Ach so. Jawohl. So kann es gehen. Jetzt passen Sie auf, Herr Lexler. Wenn der Haslauer jetzt dann kommt, ja. Der wird bald kommen. Dann sagen Sie ihm ganz einfach, Sie sind vom Theaterverein. Vom Theaterverein? Jawohl, vom Theaterverein brauchen Sie bloß sagen. Alles andere mache ich. Ich verstehe kein Wort. Ist ja gar nicht notwendig. Jetzt warten Sie. Mein Geist, der soll jetzt blitzen, wie wenn er vom Schiller war. Ich werde es Ihnen später dann schon erklären. Psst, lassen Sie ihn überraschen. Dann glaube ich, so kann man es lassen. Oh. So.
Da schau her, der Herr Notariatsgehilfe ist auch da. Sie können aber gleich wieder gehen. Die Sache mit dem Testament hat sich erledigt. Ja, Herr Haslauer, er kommt ja gar nicht wegen dem Testament. Er kommt aus einem ganz anderen Grund. So, aus einem anderen Grund? Ja, dann schieß es los. Ja, also Herr Haslauer, ja. Herr Haslauer, es freut mich, dass es Ihnen offensichtlich wieder recht gut geht. Was redest du für einen Unsinn? Sehen Sie nicht, wie der Herr Haslauer da hinsieht? Nein, also so ist es auch wieder nicht. Momentan fühle ich mich ganz gut, nicht wahr? Und ich glaube, in Zukunft werde ich mich noch viel besser fühlen. Ja, aber jetzt reden Sie schon, warum sind Sie da, wenn es nicht wegen dem Testament ist? Ja, wissen Sie, ich komme vom... Ja? Vom Theaterverein kommt er. Ja, vom Theaterverein. Vom Theaterverein? Ja, stellen Sie eine Feuer, Haslauer. Unser Theaterverein, der führt eine neue Komödie auf. So, so. Ja, und da hat Ihnen akkurat der jugendliche Liebhaber gefällt. Mhm. Und jetzt hat sich der Alexel bereit erklärt, diese Rolle zu übernehmen. Oh. Ja, aber da nur noch sehr wenig Zeit zur Aufführung ist, hat er sich gedacht, also wenn Sie nichts dagegen haben, ob er nicht mit der Gusti bei uns im Haus ein bisschen probieren könnte. Mit der Gusti? Ja, wird denn die Gusti Theater spielen? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Mein Gott, und wie sie spielen wird. Ja, sowas. Hat die denn Talent? Na, und ob die Talent hat, da wird's schon. Ja, gut, dann spielt's mir halt was vor. Da bin ich sehr neugierig. Danke, Herr Haslauer, danke. Bitte, Herr Lexler, für Ihre Position. Dort, ja. Ja. Gusti! Gusti, komm doch mal bitte. Das kann ja recht lustig werden, nicht wahr? Ja, doch. Das lustig wird, da wer schauen. Was gibt's denn schon wieder? Gusti! Gusti, pass einmal. Psst. Pass einmal gut auf. Also, du spielst jetzt mit diesem Herrn da eine Szene aus dem Stück von dem neuen. Stück vom Theaterverein. Vom Theaterverein, hast du verstanden? Theaterverein? Ja, vom Theaterverein. Was fragst du nicht so komisch? Die Szene der ersten Begegnung. Ach, die Szene meinst du von der ersten Begegnung? Ja, jetzt hast du es kapiert, gell? Ja. Ja, hat lang gedauert, aber... Ja, mein Gott, was bei uns heute alles passiert ist, ist das kein Wunder. Aber bitte, fang zu. Also, dein Vater ist schon furchtbar neugierig. Ja, das bin ich wohl, das bin ich. Ich bin schon sehr gespannt. Also, auf geht's, Kinder. Ja. Ja, wie fange ich nur gleich wieder an? Am besten am Anfang. Ja. Mein Fräulein, ich bitte Sie. Mein Herr, Sie wünschen. Mein Fräulein, es ist sonst nicht meine Art, fremde Damen anzusprechen. Sprechen Sie nur an. Ich bitte sogar darum. Mein Fräulein, Sie müssen wissen, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind, kann ich kaum noch ein Auge zumachen. Und selbst wenn, erscheinen Sie mir noch im Traum. Ach, im Traum. Ich frage Sie, mein Fräulein, geht es Ihnen vielleicht ebenso? Mein Herr, Sie fragen mich so direkt. Was soll ich darauf antworten? Mein Fräulein, wenn es in Ihrem Herzen auch nur ein bisschen ähnlich ausschaut wie in dem meinen, dann bitte ich Sie, lassen Sie es mich wissen. Sie würden mich zum glücklichsten Menschen auf der Welt machen. Mein Herr, es ziemt sich nicht, ein Mädchen einem Mann zu sagen, dass es ihn liebt, aber die Umstände zwingen mich dazu. Ja, mein Herr, auch ich liebe Sie. Aus ganzem Herzen. Schön. Nicht unterbrechen. Weiter im Text. Ich danke Ihnen, mein Fräulein, dass Sie mir das bekennen. Die Umstände, die Sie dazu veranlassen, die kenne ich. Sie sollen einen anderen Mann heiraten. Ja, einen Mann, den ich nicht liebe. Einen Mann, der gar nicht zu mir passt. Einen Mann, den mir der Vater aufzwingen will. Das ist er. Also der Vater muss ein vollkommener Trottel sein. Also bitte, Kinder, macht's weiter. So, komm mal, führst du Regie bei dem Theater? Na. Also diese Regie, die führt ein Höherer. Oh, so. Ich bin sozusagen nur seine Assistenz. Ah. Also bitte, Kinder, auf zum nächsten Streich. Ich werde mit Ihrem Vater ein ernstes Wort sprechen. Um Gottes Willen, mein Herr, tun Sie das nicht. Mein Vater würde sich nie von Ihnen umstimmen lassen. Dann, mein Fräulein, bleibt uns kein anderer Ausweg als die Flucht. Die Flucht? So ist es. Wir werden zusammen fliehen, in die weite Welt, wo uns der Arm Ihres Vaters nicht mehr erreichen kann. Und ich soll alles aufgeben, mein Vaterhaus, meine beste Freundin.
Ich werde für Sie arbeiten. Und wenn es sein muss, wird mir das Schwerste leicht fallen, wenn Sie nur bei mir sind. Mit Ihnen vereint fordere ich ein Jahrhundert in die Schranken. Das Maria Kina, wir müssen aufhören, so geht es nicht. Schaut her, der Vater ist so mitgenommen, der weint ja schon. Das ist aber auch zu rührend. Ja. Wisst ihr was? Wir proben am besten bei der Gusti im Zimmer weiter, gell? Ich hätte aber gerne noch ein bisschen zugeschaut. Anderes Mal, ja, Hasler, anderes Mal. Wenn Sie besser beieinander sind, jetzt erholen Sie sich zuerst einmal. Also, Kinder, auf geht's, avanti, avanti. Ja. Der Gusti, Ihr Zimmer. Dann wünsche ich halt viel Vergnügen. Danke, Mama. Ich muss schon sagen, so was Schönes sieht man selten, gell? Und die Gusti ist ja großartig, großartig. Wo die nur das Talent her hat. Ja, von Ihnen natürlich. Oh, von mir. Freilich. Na ja. Sie spielen doch schon seit Jahren den Kranken. Was? Ich spiele nicht, ich bin krank. So was. So, Florian, das Aufgebot ist bestellt. Ja. Mein Gott, du hast dich so schön gemacht. Ja. Für mich? Natürlich. Das ist aber schon sehr lieb von dir. Und in 4 Wochen ist Hochzeit. Was schon? Ich meine, 4 Wochen schon? Ja. So, ja. Ja, aber wie komm denn ich in die Kirche? Du hast doch gesagt, ich soll nicht an die frische Luft. Das lass nur meine Sorge sein. Bis dahin ist ja noch eine ganze Menge Zeit. Und ich werde dir schon was eingeben, damit du diesen Weg noch überstehen wirst. Was? Ich werde dir schon helfen, ja, wollte ich sagen. Du bist halt doch meine beste Bertalein. Ja. Du, aber setz dich einmal her. Ich muss dir was erzählen. Was ist eine Neuigkeit, sag ich dir. So? Ja. Ja, war am Ende schon wieder was mit der Juli los? Aber woher? Eine erfreuliche. Ja. Ich habe gerade eine Szene aus dem neuen Theaterstück gesehen, das dieses Jahr vom Theaterverein aufgeführt wird. Vom Theaterverein? Ja, und die Gusti und der neue Liebhaber vom Theaterverein haben gespielt. Aber gespielt, sag ich dir, himmlisch und so realistisch. Das ist aber jetzt merkwürdig. Wieso? Da kann doch schon wieder was nicht stimmen. Warum denn? Ja, weil ich gerade unten im Pfarrhof gehört habe, wie der Herr Pfarrer mit jemandem telefoniert hat, dass heuer überhaupt keine Theatervorstellung mehr stattfindet vom Theaterverein. Was? Keine Vorstellung? Ganz recht. Keine einzige im heurigen Jahr. Keine? Ja, dann, mir schwant was. Hm? Mir schwant fürchterliches. Ja, wieso denn? Ja, dann war das am Ende gar keine Komödie. Dann war das ja, mir bleibt der Verstand stehen. Juli! Juli! Ist das Maria? Was ist denn schon wieder? Wo ist denn die Gusti? In ihrem Zimmer. Und der Kerl vom Theaterverein? Auch in ihrem Zimmer. Auch in ihrem Zimmer. Und was machen die beiden dort? Ich frage, was machen die beiden dort? Sie probieren! Du, Florian, ich muss jetzt dringend mit mir reden, gell? Jetzt sitzt die schon wieder in seinen Stuhl drüber. Jesus, Maria. Ich bin ein bisschen eingeschlafen, hä? Ja, wo ist denn der Florian? Momentan nicht abkömmlich. Was heißt denn nicht abkömmlich? Das heißt, dass er nicht da ist. Ja, wo ist er dann? Was sind Sie denn so aufgeregt, Herr Hanslauer? Aufgeregt? Da soll man sich vielleicht nicht aufregen. Weißt du eigentlich schon das Neueste? Das Neueste, das ist gut. Bei uns gibt es jeden Tag so viele Neuigkeiten, das müssen wir schon genau ausdeutschen. Der Florian will heiraten. Ja, das ist uns bekannt. Und wen er heiraten will, ist das auch bekannt? Natürlich, die Bertha. Aber es gibt noch eine Neuigkeit. Was denn? Die Gusti soll nämlich auch heiraten. Wen denn? Ja, hören und staunen Sie. Ja. Den Dr. Bartl. Was, den Dr. Bartl? Die alte Mumie da. Wenn ich mal auseinander nimmt, den kann man ja nicht mehr zusammensetzen. Der zerbröselt dann ja in die Finger. Ich sage ja, es ist kaum unglaublich. Der Herrgott muss schon seinen vergesslichen Tag gehabt haben, wie er den Florian erschaffen hat. Wieso? Weil er das Hirn vergessen hat. Wo ist denn eigentlich die Gusti? Die Gusti hat er in ihrem Zimmer eingesperrt. Eingesperrt? Ja, warum denn? Ja, weil er dahinter gekommen ist, dass sie einen anderen gern hat. Aber wollen Sie reden mit ihr? Ja, wie soll ich denn reden mit ihr, wenn sie eingesperrt ist? Ich hab doch einen zweiten Schlüssel. Ach so. Also, ich hol sie ja da schnell, gell? Ja. Wissen Sie, mir wird dieses Mannsbild schon nicht so gescheit. Ja. In dem Haus geht's ja flott zu. Es war da auch noch ein Gefängnis draus.
Es ist kaum unglaublich. Grüß dich, Onkel Rupert. Gusti, was steht denn mit dir alles an? Sag einmal. Ach, lass nur, Onkel Rupert. Das ist ja nicht der Rede wert. Was, das sagst du so gelassen? In deiner Situation? Ja, weil ich so glücklich bin, Onkel Rupert. Glücklich? Mhm. Ja, kann man denn da glücklich sein? Freilich, weil es verliebt ist. Verliebt? Ja, doch nicht in die Dr. Bartler. Da ist doch sicher ein anderer im Spiel, hä? Und was für einer, Onkel Rupert? Ja. Der Größte, der Schönste, der Gescheiteste. Kurz gesagt, ein Idealbild von einem Mann. Ja, ja. Und was sagt dein Vater? Ach, der kann machen, was er will. Und wenn er nicht nachgibt, dann muss mich eben der Hugo entführen. Entführen? Mhm. Du machst eine schöne Sache. Apropos entführen. Was? Jetzt werde ich euch zwei entführen, und zwar der Gusti ihr Zimmer. Ja. Was los ist, wenn dich dein Vater da sieht? Jesus, ich bin ja eingesperrt, gell? Also, freilich. Also, Herr Haslauer, nehmen Sie bitte Ihre Nichte unter dem Arm und ab ins Burgverlies. Darf ich bitten, Fräulein Haslauer? Bitte, Herr Haslauer. Ja, und ich ziehe die Zugbrücke hoch. Jetzt komm nur. Schon daheim. Ja. Das war jetzt der erste Spaziergang seit vielen Wochen. Ja. Ja, und er hat ja, wie mir scheint, recht gut getan. Ja, ein bisschen zittrige Knie habe ich heute, gell? Ja, ist doch kein Wunder, wo du bis jetzt noch gesessen bist. Ja, ja, wir müssen jetzt schauen, dass du bis zur Hochzeit auf die Viers kommst. Ja. Na, auf einer Tragbare können wir dich nicht in die Kirche tragen. Nicht? Mhm. Wäre mir aber recht, weil ich bin schon ein bisschen bettschwach jetzt. Ja, das gibt sich schon, Florianderle. Ja. Wenn wir das erst jeden Tag und konsequent durchführen, dann wird es gleich besser werden. Ja. So. So ein kleiner Spaziergang, der kann direkt Wunder wirken. Meinst du? Ja. Ja. Aber du hast doch gesagt, frische Luft schadet mir. Wenn ich dabei bin, kann überhaupt nichts passieren. Soll ich dir vielleicht ein bisschen was eingeben? Was Aufpulverndes? Nein, das, mir reicht schon, wenn ich wieder in meinem Stuhl sitze. Ja, ist schon recht. Ich hab sowieso noch sehr eilig. So? Ich muss doch noch zur Schneiderin, wegen dem Hochzeitskleid. Ja. Du, Florianderli, was soll ich denn für eine Farbe nehmen? Das ist mir wurscht. Ich glaube, ich nehme was Grünes. Ja, nimm was Grünes. Ja, grün ist die Hoffnung. Ja. Und grün passt so gut zu deinem Gesicht. Ja. Was? Ja, nimm was du willst, Bertalein. Mir ist alles recht. Ach nein, ich nehm doch lieber was Rotes. Ja, das passt dann zu deinem Gesicht. Ja. Also, Schatzi, vorläufig auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Pussi. Ach, nein, weißt du was? Ich nehm doch lieber was Grünes. Nimm doch lieber was Grünes. Ja. Oh Gott. Grün ist die Hoffnung. Hoffentlich überlebe ich die Hochzeitsnacht. Mit dir muss ich gleich reden. Wieso kommst denn du von da? Bist du schon länger im Haus? Ich war bei der Juli in der Küche. Oder ist es nicht mehr erlaubt? Ach so, hat's wohl recht geschimpft über mich. Hat's dir die Neuigkeit gleich brühwarm erzählt? Ja, das ist aber unangenehm, weil es genau weiß, wie hirnvernagelt das alles ist. Ich weiß schon, was gut ist für mich. Weißt du, wo du hingehörst? Wohin? In eine Klapsmühle. Red dich nur aus, Rupert, ich höre dir gern zu. Das wirst du auch müssen. Was? Ich hab da nämlich einiges zu sagen. Ja. Warte. Also Florian, Florian, was machst du für den Narren aus dir? So? Heiraten. Dieses Weibsbild, den Dragula sein Gesellenstückel. Was soll ich denn machen? Ich brauch sie halt. Was tät ich denn ohne sie, ne? Gesund sein. So. Na, schau doch einmal hinter, was dir alles reintrichtert in dich. Das macht sie alles nur aus Barmherzigkeit. Aus Barmherzigkeit. Keine Barmherzigkeit. Da weiß aber ich was anderes. So, was weißt denn du? Da schau her, da hast der Bertha ihre Barmherzigkeit. Alles Rechnungen von der Bertha und dem Dr. Bartl. Und die Bertha macht den Löwenanteil aus. Nein, sie kann auch nichts dafür, wenn ich halt so viel Medizin brauche, nicht? Da kann sie nichts dafür. Aber dass sie überhöhte Rechnungen ausstellt, da kann sie was dafür. Die verlangt ja mehr als jede Apotheke. Tja. Also, Florian, so geht es nicht weiter. Aus dem Sägewerk ist es nicht zum Rausbringen. Das geht einfach nicht, dass ich schufte und arbeite und du das ganze Geld verpulverst. Du, das ist schließlich auch mein Betrieb, oder? Es ist unser Betrieb, gell? Nur, dass du seit Jahren nichts mehr dazu tust, dass er am Leben bleibt. Ich bin krank.
Da kann man nichts machen. Eingebildet krank bist. Ach was? Wenn du einen richtigen Doktor holen würdest, würdest du schon längst gesund sein. Fangst jetzt schon wieder an. Jetzt sag ich das noch einmal. Doktor, kommt mir keiner ins Haus. Jetzt kannst du mich gern haben. Jetzt langt's mal endlich. Da hast du deine Rechnungen. Die kannst du in Zukunft selber bezahlen, gell? Was? Die zahlst du nicht mehr, deine Korbfuscher. Das ist ja kaum unglaublich. Also so ein Spinner, der Kobel, hä? So kenne ich den ja gar nicht. Na super. Ja, Juli! Juli! Ja, wo bist denn schon wieder? Martin, was ist denn schon wieder? Da hast du den Schlüssel zu der Gusti im Zimmer, hol mir's her. Ich möchte noch mal reden mit dir. So, bei der allerhöchste Zeit. Ja, aber sie soll sich ja nicht einbilden, dass ich mich umstimmen lasse. Abwarten. Noch ist nicht aller Tage Abend. Da gibt's nichts abzuwarten. Herrschaftszeiten, dieses Weib muss doch immer das letzte Wort haben. Nichts wie Ärger hat man mit den Weibern. Ob jung, ob alt. So, bitte schön, Herr Haslauer. Ja. Hier haben Sie den Delinquenten. Wann soll denn bitte die Hinrichtung stattfinden? Was? Sofort oder später? Ach. Und das Wie ist noch die Frage. Durch vierteilen Rädern oder Kopf abschlagen? Na, du bist ja recht gut aufgelegt. Gewissen hast du scheinbar gar keins. Doch, hat sie. Aber gut versteckt. Ich rede jetzt mit der Gusti. Du hältst jetzt ein loses Mundwerk. Da müssen Sie mich zuerst erschlagen. Also dann unterhalte ich mit dir selber. Gusti, komm mal her. Hast du dich jetzt eines Besseren besonnen? Hab ich, Papa, hab ich. Na, da bin ich aber neugierig, was da rauskommen ist. Hoffentlich was Gescheites. Ganz was Gescheites, Papa. Weißt, ich habe mir nämlich was überlegt. So, und was hast du überlegt? Jetzt pass auf. Wenn man es genau nimmt, bist du trotz allem das Liebste, Beste und Gescheitste, was es gibt auf der Welt, gell? Ja, also so brauchst du auch nicht übertreiben. Ja, ich finde das auch sehr übertrieben. Du bist ruhig. Also für mich bist du das. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du mir was Schlechtes willst. Na, wenn du das nur einsiehst. Ja. Du bist zwar manchmal ein bisschen grob und ungerecht. Ja, genau. Du sollst ruhig sein. Aber wenn man bedenkt, wie schwer krank das du bist, dann muss man dir das schon verzeihen. Ja, ja, ganz richtig. Halt jetzt die Pappen! Ja, Entschuldigung, wieder schon start. Wenn du jetzt noch einmal unterbrichst, setze ich dich vor die Tür. Oh. Also. Also, wo sind wir stehen geblieben? Die Ungerechtigkeit. Ganz richtig, Bella! Also, die Ungerechtigkeit. Da waren wir schon lang vorbei. Wir waren schon bei meiner schweren Krankheit. So eben, deine schwere Krankheit. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich dich absolut nicht mehr aufregen werde. Und dir ein bisschen lieb das Kinn grauen, so wie ich es immer gemacht habe, wenn ich von dir was haben wollte, gell? Du verstehst dein Geschäft, mein Lieber. Du bist eine ganz raffinierte. Ja, ich auch ein bisschen, gell? Voll ein, dass jetzt aus der Hochzeit mit mir und dem Dr. Bartl nichts werden kann. Nichts werden kann. Ach, da schau her. Von der Seite weht der Wind. Kommst mal jetzt auf die süße Tour. Na gut, dann ich auch. Mein liebes Gustilein, dein Vater hat sich die Geschichte lang und breit überlegt. Und er ist bei dieser Überlegung zu dem Schluss gekommen, du heiratst den Dr. Bartl und aus. So. Ich muss mir zwingen zu deinem Glück, womit die Audienz beendet sein dürfte. Ich gehe mich jetzt umziehen und will nicht mehr gestört werden. So, jetzt haben wir's. Jetzt hat das ganze Süßholzraspeln auch nichts gebracht. Was machen wir denn jetzt? Einen schlechten Eindruck. Der alte Stur wie ein Panzer. Darf ich hereinkommen? Der fragt immer, wenn er hier reinsteht. Hugo! Gusti, komm, schnell, pack ein paar Sachen, wir gehen zusammen fort. Was fort? Jawohl, wir werden zusammen fliehen. Fliehen? So ist es. Wir gehen zusammen irgendwo hin, wo uns sein Vater nicht finden kann. Ja, aber das geht doch nicht. Alles geht, wenn man nur will. Wir werden schon durchkommen, das verspreche ich dir. Jetzt mal langsam, ganz langsam. Was, wenn Sie mal fliehen? Sie, Herr Hugo, das dürften Sie aber schon überlegt haben, dass das nicht so einfach ist. Und Gusti ist noch gar nicht volljährig. Ja, und was ist, wenn ich zum Onkel Rupert ziehe? Ach, Gusti, damit muss der Vater einverstanden sein.
Na, Kinder, so einfach geht es nicht. Da muss uns was besser sein fallen. Ja, aber was denn? Ich weiß mir doch schon gar keine Raten mehr. Ich auch nicht. Ja, mir fällt absolut auch nichts mehr ein. Aber wisst ihr was? Ihr geht's lieber auf der Gusti ein Zimmer und halt euch da weiter. Ich dachte, sagt der Gusti, ihr Vater sich, den trifft der Schlag. Ja. Der Schlag! Was denn? Jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Ist dir was eingefallen? Ja, freilich, seine Krankheit, Gusti. Seine eingebildete Krankheit. Hm? Wisst ihr was? Das erzähle ich euch später. Ja. Jetzt geht's in der Gusti ein Zimmer, ja. Schnee. Ja, gern. Ja, wart, Freitag. Jetzt mach ich dich gesund. Ich sag's ja, ein Morgenmantel bleibt ein Morgenmantel. Was ist, hast die Gusti eingesperrt? Natürlich, Herr Hasler. Dann ist schon gut. Naja, sie will's ja nicht anders, ne? Eben. Ach, bequem ist bequem. Ja, bitte, Herr Hasler. So. Ja, danke dir, danke. Danke, Sir. Na. So. Herr Hasler. Ja. Ich muss Ihnen was sagen. Auwe, was denn? Ja, wissen Sie, ich habe hinter Ihrem Rücken was gemacht und ich hoffe, dass Sie einverstanden sind. Hast du was angestellt? Angestellt nicht, aber herbestellt habe ich jemanden. So, herbestellt? Wen denn? Ich habe gedacht, bei Ihrer schweren Krankheit müsste man doch eigentlich einen Spezialisten hinzuziehen, gell? Doch nicht am Ende einen Doktor. Na, um Gottes Willen, keinen Doktor, nein. Viel was Besseres. So? Eine Wunderheilerin. Eine Wunderheilerin? Ja, eine weltberühmte sogar. Ja, geh weiter. Ja, das ist vielleicht gar nicht so dumm, eine Wunderheilerin. Mhm. Ja, und wann soll die kommen? Ja, heute, ich hab mir's ganz fest versprochen. Mhm. Wissen Sie, Herr Hasler, ich hab gedacht, diesen kleinen Liebesdienst, den muss ich Ihnen doch noch erweisen, bevor ich das Haus verlasse. Ach, das ist lieb von dir, Juli. Und das mit dem Verlassen wirst du noch überlegen. Ja, werden wir schauen, wie sich die Dinge jetzt entwickeln, gell? Ja, und ich gehe jetzt lieber dieser Wunderheilerin entgegen. Ja. Wissen Sie, die ist schon sehr alt. So. Uralt. Vielleicht findet sie den Weg nicht. Ach so, meinst du? Ja. Also, Herr Hasler, mein Gott, ich wünsche Ihnen das Allerbeste, dass sie endlich findet, was sie. Kannst denn du nicht aufpassen, blöds Frauenzimmer? Ja, ich hab da hinten keine Augen. Trampe! Bertalein, komm her. Ja. Ich muss dir eine große Neuigkeit erzählen. Setz dich her. So? Ja. Schon wieder? Na, hoffentlich diesmal eine angenehme. Ich glaube schon. Wir kriegen nämlich Besuch. Besuch? Ja. Na, ob das gar so angenehm sein wird? Na, der schon. Stell dir vor, die Juli hat eine Wunderheilerin für mich herbestellt, die mich untersuchen soll. So? Ja? Wunderheilerin. Untersuchen. Ich möchte wissen, zu was das gut sein soll. Ja, damit ich heute wieder auf die Beine komme. Dafür ist der Dr. Bartel und ich zuständig. Ja. Also, das ist mir nicht recht. Nein, das ist mir überhaupt nicht recht. Ja, aber vielleicht findet die endlich, was mir fehlt, ne? Dazu brauche ich keine Wunderheilerin. Ich weiß auch so, was dir fehlt. Ja, und warum bin ich dann noch nicht gesund? Ja, bist du plötzlich misstrauisch gegen mein medizinisches Wissen? Nein. Das wäre aber schon sehr ungerecht. Ja. Mein lieber Florian, damit machst du mir aber gar keine Freude. Nein, überhaupt keine. Ja, das ist schon so. Ja, herein. Hallo? Ah, da ist sie ja schon. Kommen Sie nur weiter, liebe Frau. Ja, bin ich denn hier richtig beim Herrn Florian Haslauer? Ja, der Herr Haslauer bin ich. Ach, da schau her. Sie sind also dieser sterbenskranke Patient? Ja, ob gerade so sterbenskrank, das weiß ich nicht. Das sollen Sie ja herausfinden. Deshalb haben wir Sie ja herbestellt. Weil Sie so berühmt sind, habe ich mir sagen lassen. Ja, berühmt. Weltberühmt sogar. Oh. Oder haben Sie noch nie was gehört von der Hutterer Cecilie? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also der Name ist mir noch nicht unterkommen. Nicht? Da müssen Sie aber sehr abgeschieden leben. Ja, kein Wunder, so wie Sie ausschauen. Ja, also, ich weiß nicht, Sie kommen mir so bekannt vor. Irgendwo muss ich Sie schon einmal gesehen haben. Ja, ganz genau, du sagst es. Das Gesicht kommt mir doch so bekannt vor. Ja, aus der Zeitung. Aus der Zeitung natürlich. Ja, was glauben Sie, wie oft das mein Bild schon in der Zeitung war? So. Ich bin ja sozusagen eine Rarität mit meinen 99 Jahren.
Oh, so alt sind Sie schon. Also das sieht man Ihnen nicht an. Nein, wirklich nicht. Also wirklich nicht. Ja, ja, ich habe mich sehr gut gehalten. Mhm. Ist ja auch kein Wunder, wo ich mich selbst kurieren kann mit meinen Wunderheilmitteln. Ach so. Ja, dann können Sie sicher auch mir helfen, nicht wahr? Ja, ja, na langsam, na nicht hudeln, na nicht hudeln. Nicht hudeln. Die Untersuchung soll doch schließlich gründlich werden. Ja, 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 ja. Muss die Alte da im Zimmer bleiben? Jawohl, die Alte muss. Ja, schließlich bin ich die ständige Betreuerin von Herrn Haslauer. So, dann nehmen wir meinen Stecker und gehen wir mal aus dem Weg. Ja, da bin ich jetzt selber neugierig. Ja. Ständige Betreuerin, sagen Sie? Oh, diesen Patienten haben Sie aber sehr schlecht betreut. Ja. Der ist schon am Abkratzen. Was? Herein. Ach so. Hol, sehr hol. Haben Sie denn öfters Kopfschmerzen? Manchmal, ja, manchmal. Wundert mich, wo nichts drin ist. Hä? Sag Ihnen, das ist die Milz. Das ist die Milz. Zunge raus. Oh, 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 oh. Sehr belegt, sehr belegt. Wow. Das ist auch die Milz. Zunge rein. Oh, und dieser trübe Blick. Trübe Blick? Sehr trüb. Das ist auch die Milz. Wie steht's mit der Brust? Haben Sie da manchmal so einen Druck? Ja, jetzt schon. Ich muss schon sagen, schlecht schaut's aus, schlecht schaut's aus. Sie sind ja schon eine Ruine. Wie steht's mit dem Herzen? Ja, das tut ihm eigentlich immer ein bisschen weh. Ja. Stimmt's, Florian? Ja, ja. Ja, wundert mich nicht. Warum ist es jetzt? Da. Also die falsche Seite. Das kommt auch von der Milz. Ja, und was sehe ich denn da? Was? Ja, was ist denn das? Busche, 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 gell? Ja, Gottes Willen, ist ja ganz angeschwollen. Das ist ein richtiger Berg. Das ist auch die Milz. Sag Sie mal, bestehe ich eigentlich nur aus Milz? Nein, nicht nur. Aber die Milz ist das wichtigste Organ im ganzen Körper eines Menschen. Ja, ja, ich habe mir aber sagen lassen, dass die Milz gar nicht so wichtig wäre. Da weiß man eigentlich bis heute nicht so richtig, zu was die überhaupt gut sein soll. So. Das weiß man bei dir auch nicht. Ja. Hey, Sie sind eine saubere Betreuerin, wenn Sie nicht mal wissen, zu was die Milz gut ist. Ignorantin! Sie, und da gibt's gar keine Hilfe mehr für mich? Spät. Sehr spätestens. Wenn Sie mich halt früher gerufen hätten, hätte ich vielleicht noch was machen können. Aber jetzt, Sie sind ja total verpfuscht. Was? Sagen Sie mal, welcher Trottel war denn das, der Sie so falsch behandelt hat? Ich habe ja gleich zwei. Und die sollen jetzt nichts mehr von Medizin verstehen. Gleich zwei Trotteln? Ja, entschuldige. Und so verpfuscht. Ja, ja, da kann ja nur noch eine Radikalkur helfen. Eine was? Eine Radikalkur. Ja. Man müsste Ihnen etwas abpacken. Abpacken? Jawohl, brauchen Sie aber keine Angst haben. Bekommen Sie eine Holzhammer-Narkose und wenn Sie aufwachen, sind Sie gesund. Aha. Oder auch nicht. Das ist nicht einmal sicher. Mein Gott, sicher, sicher. Was ist schon sicher auf der Welt, gell? Sicher ist nur eines. Ja. Sterben müssen Sie auf jeden Fall. Früher oder später. Also später wäre mir lieber. Aber sagen Sie mal. Schwimmt alles vor die Augen. Schwimmen? Ja. Das ist auch die Milz. Ja. Jawohl, aber jetzt glaube ich, weiß ich, habe ich noch was vergessen? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ja, natürlich, mein Stecker. Ja, schaut mal, ja. Also ich komme dann wieder. Ich werde wieder nach Ihnen schauen, jetzt muss ich hier gehen. Ich habe noch andere Patienten, gell? Ja, bis morgen wird mir dann schon einfallen, was wir Ihnen alles amputieren können. Oh mein Gott, ach so verpfuschen. Das ist ja nicht zu fassen. Jetzt habe ich nur, aus ist mit der ganzen Behandlerei, mir was abschneiden, alle mit der Landspeise hinaus, keiner versteht was von euch. Und du am allerwenigsten. Ja, aber Florianda! Nichts Florianda, der Dr. Bartel schiebt mir hinten was nicht und du vorn, dass ich schon bald übergehe.
abschneiden. Aber mein Goldkäfer, reg dich doch bitte nicht so auf. Ja, freilich, zerlegen wir mir lassen von euch meine Einzelbestandteile. Dann wäre ich lieber wieder gesund. Mein Gott, mein Goldkäfer, wenn dich da nur nicht der Schlag trifft. Ja, lieber trifft mich der Schlag auf einmal, als dass er mich langsam von euch um die Ecke bringen lasst. Mein Gott, komm, mein Florian, du bist ja zum Fürchten. Ja, fürchte dich nur, mein Herr. Was? Ich hol dir ein Glas Wasser. Ich pfeife dir auf dein Wasser. Bring mir was Stärkendes, einen Schnaps, dass ich euch alle massakrieren kann. Herr Hasauer, entschuldigen Sie, aber ich habe die Wunderheilerin nicht gefunden. War die vielleicht schon da? Zum Teufel mit deiner Wunderheilerin. Und auch die Bertha kann hingehen, wo der Pfeffer wächst. Ja? Ich will mich auch nur vergiften. Also wissen Sie, ich finde das richtig undankbar von Ihnen. Na, wo sie die Bertha doch jahrelang so aufopfernd gepflegt hat. Also, du hast eigentlich recht. Gepflegt hat sie mich mit aller Hingabe. Das wäre wirklich ungerecht, wenn ich ihr jetzt was Schlechtes nachsagen würde. Wo sie so eine gute Seele ist, gell? Immer noch. Ja. Da muss ich ein gestärkeres Geschütz erfahren. Was sagst du? Ah, nee, nix. Herr Haslauer, bitte nehmen Sie da mal Platz da. Was? In Ihrem Stuhl, bitteschön. Warum? Ja, das werden Sie dann schon sehen. Sitzen Sie einer da her. Legen Sie sich bequem zurück. Ja. Bitte. Ja. Und jetzt machen Sie die Augen zu und sind still. Ganz, ganz, ganz still. Zu was soll das gut sein? Das werden Sie dann schon sehen, jetzt bitteschön. Augen zu und muss mal so still. Herr Haslauer, ganz gleich, was jetzt passiert, Sie rühren sich nicht. Ich rühre mich nicht. Mein Gott! Der arme Herr Haslauer! Bitte, Herr Haslauer, machen Sie doch bitte schön die Augen auf! Also, du weißt schon gar nicht, was du willst. Zuerst sagst du, ich soll es zumachen, dann schreibst du es wieder ab. Bitte helft's mir doch! Helft's mir doch! Der Haslauer! Das ist Maria, was ist denn passiert? Gestorben ist er! Nein! Ja, in meinen Armen ist er gestorben, mir bricht das Herz. Ja, das ist ja fürchterlich! Ja, aber das kann er mir doch nicht antun! Das ist eher, dass es kommt. Der Schlag hat ihn getroffen vor lauter Aufregung. Das ist ja zu früh! Um ganze 4 Wochen zu früh! Ja, jetzt hat er seine eigene Hochzeit nicht mehr erlebt, der Ärmste, gell? So was Blödes. Mein Gott, wie stehe ich denn jetzt da? Ohne Testament, ohne Heirat. Ach, so was, so viel Plag um diesen vertrockneten Zwetschgenkrampus. Ja, wir stehen ihn jetzt da. Was habe ich denn jetzt davon? So vertrottelt, wie er im Leben war, so vertrottelt hat er das Zeitliche gesegnet. Zum unpassendsten Zeitpunkt. Sag so mal, tut er ja denn gar nicht ein bisschen leid? Ja, sag einmal. Für was hältst du mich denn du eigentlich? Ich meine, ich bin irrsinnig. Jetzt können wir nur noch schauen, dass wir aus der Sache das Beste machen. Ja, wie meinen Sie denn das? Du, Juli, komm mal her. Hör mir mal ganz gut zu. Ja. Wir waren doch eigentlich immer 2 gute Freundinnen, oder? Ja, sehr gute Freundinnen. Ja, und darum müssen wir zusammenhalten. Es wird der Schaden nicht sein. Ja? Du, in dem Haus ist doch irgendwo Geld. Viel Geld. Aber ja, ich hab mir doch selber gesagt. Okay. Ja, du wirst doch sicher wissen, wo er das aufgekommen hat. Es tut mir leid, also, da habe ich keine Ahnung. Um sowas habe ich mich nie gekümmert. Aber das gibt's doch nicht. Wenn nicht du, wer soll denn dann wissen, wo das Geld aufgekommen ist? Ich weiß. So lebendig wie jetzt war ich schon lange nicht mehr. Jetzt hab ich dich heraus, mein Lieber. So möchtest du das machen. Du Messalina, du Erbschleicherin, hinaus aus meinem Haus, sonst drehst du mich um. So ein Luder, so ein Hinterkünftiges. Aber der ist draußen und rein kommt man die nicht mehr, mein Lieber.
Juli, ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast. Bitte, der Ausweis ist doch gern geschenkt. Du bist heute doch meine beste Juli. Hm. Papa, was machst du denn da? Hä? Alles war versehen. Ja, wo kommen Sie her? Aus meinem Zimmer. Ach so, und du warst bei ihm? Freilich. So wie sich's für Brautleute gehört. So, habt's wieder probiert für das Theaterstück, was? Ja, Herr Haslauer, wir haben probiert. So, dann probieren Sie jetzt einmal das Abmarschieren. Aber ein bisschen schnell, wenn ich bitten darf, sonst muss ich nachhelfen. Ich bin gerade so richtig drin im Nein, schauen Sie her, Sie haben doch gesagt, den Dr. Bartl, der braucht auch nicht mehr reinkommen ins Haus. Nein. Dann braucht doch die Gusti den Dr. Bartl auch nicht mehr heiraten, oder? Na ja, dann kann doch der Herr gerade recht, schauen Sie. Was? Er ist ein fesches Mannsbild und ein Studierter ist er auch. Ja. Na komm, gib's doch Ihren Herzen einen Stoß. Ja, ha? Das ist vielleicht gar nicht so dumm, was du da sagst. Ja. Papa. Ja. Ich will Ihnen auch immer ein guter Schwiegersohn sein, auch wenn ich nichts von Medizin verstehe. Oh Gott, das will ich jetzt mal bloß auf mit der Medizin. Davon habe ich die Nasen voll. Ja, also gut, in Ordnung. Da habt's euch. Und werdet selig miteinander. Danke, Papa. Du bist doch der Allerbeste. Ja. Danke, Herr Haslauer. Ja, danke. Bitte. Ja.